Sie sind doch noch total grün hinter den Ohren. Was wollen Sie schon gegen mich ausrichten? Ich war Krankenschwester. Wussten Sie das? Bevor all dies losging. Das bedeutet, ich weiß genau, wo ich Ihnen wehtun kann. Ist das angekommen, kleiner Mann? Meine Liebe, Sie können mich nicht töten. Sagen Sie es ihr. Er hat recht, Sophia. Her mit dem Messer. Wissen Sie, wie er seine geliebten Raketen baut? Wie viele Sklavenarbeiter dafür schon gestorben sind? Wir brauchen ihn. Und wir brauchen die Nelly. Dieses Nazi-Schwein! Die Nelly ist ein verrückter Massenmörder! Wir brauchen sie. Alle beide. Sie vielleicht. Wir nicht. Wir sind besser als das. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen etwas sagen, meine Liebe, über Ihren geliebten Vater. Meinen Vater? Was wissen Sie? Sagen Sie es mir schon! Die anderen sollen gehen. Gut. Aber Giancarlo bleibt. Kann man sie alleine lassen? Deswegen habe ich das Messer verlangt. Finden wir raus, was er erzählt hat. Sophia! Ja, und damit herzlich willkommen zu Sniper Elite 4 mit dem Eisenfresser, der irgendwie auf Speed ist. Hui! ADHS! Nach langer Pause, dank technischer Schwierigkeiten im Urlaub meinerseits. Ich dachte ganz kurz, der Typ würde hier erzählt haben, dass Darth Vader ihr Vater ist. Ja. Eisen, ich bin dein Vater. Das kann nicht wahr sein! Das ist unmöglich! Vater. Guck doch mal, wie du aus. Du siehst doch aus nicht. Das ist überraschend logisch. Ja, ich weiß. Ich will erstmal alles aufsammeln hier. Was kann dieses Gewehr vergleichen mit meinem? Ich hoffe nur, dass die Aufnahme dieses Mal bei mir vernünftig funktioniert. Sonst, keine Ahnung. Da hoffe ich aber einfach nicht mit. Beenden und nur noch Eisenwasser unterstützen. Das wäre sehr antiklimaktisch. Aber guck mal, hier lecker essen. Oh, jetzt ein Schinken. Ah gut, genug von dem Schinken und untersuchen wir diesen Schinken hier. Okay. Ey, du Affe. Was für ein Gestank. Ist das Ihre Art der Verhörmethode? Ach, man muss kein Genie sein, um zu wissen, wer den Krieg gewinnen wird. Sie sind sich wohl sehr sicher. Selbstverständlich. Ich bin ein Unikum. Ich bin für alle Seiten von gleich hohem Wert. Und somit bin ich unantastbar. Sie verschweigen uns irgendetwas. Äußerst scharfsinnig, Lieutenant. Ich sterbe. Meine Leber ist kaputt. Ich erlebe wohl weder Weihnachten noch das Kriegsende. Erwarten Sie jetzt Mitleid? Wird Ihnen jetzt klar, warum es so leicht war, mich zu entführen? Sophias Vater ist seit Monaten tot. Sie haben uns reingelegt. Dorfmann hat uns reingelegt. Oh, all diese Mühe. Und dabei nutze ich weder Ihnen etwas noch dem Vaterland. Ich bin, wie sagt man noch gleich, ein Windei. Was zum Geier ist ein Windei? Ich habe keine Ahnung. Ein Ei, das im Wind fliegt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Er ist eins. War er auch schon in der letzten Folge so fett, als wir den entführt haben?
Ja, ich glaube schon. Da konnte man nicht sehen, weil er auf dem Boden lag. Oder auf seinem Bett. Oder auf einem Laster. Er hat nur gelegen, wenn ich drüber nachdenke. Ja, kann man, dass er so dick ist. Aber wir haben ja nichts gegen ihn. Ja. So, ab zum nächsten. Giancarlo. Was ist passiert? Sie hat die anderen mitgenommen. Allesamt. 15 Kilometer von hier gibt es einen Verhörblock. Wegen dem, was Kessler ihr sagte. Ihr Vater, Karl. Laut Kesslers Aussage lebt ihr Vater noch. Wo ist dieser Verhörblock? In Giovi Fiorini. Nordöstlich von hier. Karl, was man unseren Leuten dort angetan hat, ist unvorstellbar. Wieso hat sie Kessler geglaubt? Die Details. Er wusste zu viel über die Entführung ihres Vaters. Und... Was? Sophia traut weder ihnen noch Weaver. Sie denkt, sie haben sie betrogen. Genau wie das OSS ihren Vater. Weil es weder die Entführung verhindert, noch die Rettung eingeleitet hat. Ganz genau. Wenn ich es richtig verstehe, hat er sie also jetzt reingelegt und jetzt gehen sie zu ihrem Vater, der tot ist und ist eine Falle. It's a trap! Ja, ich wollte gerade sagen, die hat doch gerade eben gesagt, der Vater ist tot und jetzt lebt er doch. Ne? Ja, er erzählt uns die Wahrheit und ihr hat ja gesagt, er wäre noch am Leben. So, hier muss irgendwo noch ein Radio uns, sein. Uns hat er gesagt, dass der Gast hat uns doch gerade gesagt, dass der Vater tot ist. Ja, weil das die Wahrheit ist. Und Gianluca hat gesagt, dass der Vater noch am Leben ist. Ja, scheinbar hat er ihr gesagt, damit, dass der Vater noch am Leben ist, damit sie losgeht und eine Rettungsaktion durchführt und dabei krepiert und, wird oder gefangen genommen wird. So, hier muss. Ja, man sollte doch laufen. So, wo ist die Mutter hin jetzt? Die Partisanen haben uns einen Gefallen getan. Was meinen Sie? Kessler. Er hat Sophia verraten, dass ihr Vater noch am Leben ist und irgendwo in Giovi Fiorini verhört wird. Rotbauer. So ist es. Diese Ablenkung war nötig. Wir wissen, dass Rotbauer und Böhm sich vor einer Woche trafen. Rotbauer ist Böhms Vertrauter. Hochrangige Nazis packen nicht aus. Sie schlucken lieber Cyanid. Rotbauer ist ein kleiner Fisch. Wir brauchen dringend Beweise für Böhms Plan. Jetzt bin ich doch verwirrt. Ich habe keine Ahnung mehr, egal. Ich habe auch keine Ahnung. Wo ist die Mutter hin? Ich Hunger bekomme, wenn ich diesen Schinken sehe. Ah, ich ist ja Schinken. Der ist, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Oh, guck mal, ein Bierfass. Oder ein Weinfass. Egal. Saufen. Wer braucht ein Sixpack, wenn man ein Fass hat? Ja. Einfach. So, Mutter hin. Mutter hin. Rotfuchs an Mutter hin. Rotfuchs an Mutter hin. Wird gemacht, Rotfuchs. Fangen Sie den Transporter mit feindlichen Propagandaschriften ab. Ende. Hab verstanden. Ende. Wirklich? Nachdem wir so viel Zerstörung gebracht haben, müssen wir jetzt Propaganda abfangen? Ja. Ich fühle mich überqualifiziert für dieses Spiel. Ja, so ein bisschen. So, wollen wir mal starten, ja? Gibt ja auch niemanden mehr zum Quatschen, also los. Am besten wird immer gleich mal eine Tellamine oder sowas. Ja, ich schaue erstmal ganz kurz hier. Was können wir als erstes machen? Rotbauer ist direkt Stern, das ist direkt vor uns. Gehen wir einfach rechts hoch. Ja, Feldlager zerstören. Scharfschützen töten. So, erstmal Ferngas auspacken. Wo sind hier Leute? Ich guck mal gerade, ob man hier irgendwo findet. Die Route des Propaganda-LKWs heraus. Okay. Ich soll es auch mal markieren. So. Au. Ach, guck mal, wer da schon steht. Oh, ich glaube, da kommt gerade einer die Leiter hoch, die Treppe hoch, oder? Das sieht nur so auf der Karte aus. Schau grad. Sollen wir die Leiche besuchen? Hab alles gefunden. Genau, Brüll ist noch. Ich heb mal kurz die Leiche auf und pack die ein bisschen weiter weg.
guck das mal. Ich brauche definitiv mal eine neue Tastatur. Tatsächlich. Solltest lieber aufpassen, was du da sagst. Ach ja? Und du solltest lieber deinen Kopf gebrauchen, du Idiot. Gib Bescheid, wenn du schießen willst. Hm? Ja, mein Mann, verdammt. Ich wollte irgendwie versuchen, von oben drauf zu springen, aber das klappt ja wohl nicht. Ja, scheinbar nicht. Und als so. Gerade angefangen, Leute zu bemerken, so, erstmal die Leute hier von der Straße. So, erstmal eine Leiche durchsuchen, ja. Und direkt wegtragen. Jo. Hier gibt's wohl nichts mehr zu holen. Die unfreiwillige Pause machen sie sehr sneaky gemacht. Und jetzt habe ich es angesprochen, das heißt, jetzt geht's nach hinten los. Ja. Flieg, mein Freund! Ach, du hast ihn ins Wasser geschmissen? Ja. Oh, super, ja, warte, mach ich auch. So, erstmal das Fernglas auspacken. Da ist ein Auto. Und du hast mal wieder schön auf Voice Chat gedrückt. Oh. Das war die Taste V. Ja, die ist direkt neben Taste B. Ja, ist okay. Schön. Alles gut. So. Ich gehe mal hier oben lang. Ja, ich suche erstmal gerade die Region. Aber sag mir bitte Bescheid, bevor du anfängst hier rumzuballern, ja? Ich schieß gerade gar nicht, ich guck erstmal nur, was wir alle sehen können. Kannst du mir einfach Bescheid sagen? Ich hab gerade etwas markiert und bin Level aufgestiegen. Auch gut. Jo. Kann man nur begrenzte Markierungen aufrecht haben, oder? Eigentlich nicht. Nur nicht die Umgebung markieren. Da ist ein Boot. So, ist irgendwas in meiner Nähe? Nicht wirklich. Kommt er jetzt hier zu mir hoch? So, auf dem Dock da hinten müsste noch jemand sein. Müsste gerade direkt. Da ist er ja. Danach kommt man nochmal F, ne? Ja, bei dir müsste es F sein. Ich hab's nur auf eine der Maustasten gelegt. Ein lautloser Kill war es aber nicht. Doch, war es doch. Was? Ich soll nicht, ich hab den zu weit geworfen. Hier ist ganz schön viel Licht. Alter, was ist da los?
Jetzt aber. So, jetzt kommt er gleich wieder runter. Ja, der kommt runter zu dir. Ja. Ich hab da was gehört. Komm, Nahkampf! Der hat wohl aufgeschrien gerade. Da hat niemand bemerkt. Scheint alles gewesen zu sein. So, halt zum Ziel verarbeitet. Okay, den kann ich noch kurz ins Wasser schmeißen. Mach das mal. Ich glaube oben weiter links. Flieg! Der ist sehr leise ins Wasser gegangen, es hat keinen Platsch gemacht. Nicht Y. Verdammte GTA-Steuerung und Dragon Age-Steuerung und Siedler-Steuerung, alles mystisch hier. Schlimm, ne? Dass immer alles unterschiedlich ist. Oder alles so ähnlich. Da ist noch einer. Da war noch einer. Komm, ich hab den da hinten gesehen. Da war einer. Komm zurück. Sehr schön. Ich hab schon mal eine Tellermine für gleich gefunden. Das ist mal schön. Oh, ne? Da ist noch einer. Dieses nette kleine Fernglas-Suchspiel hier. Dezent, so wie es aussieht bei dir. Von hinten aus kann man halt sehr viel sehen. Und auch sehr wenig, weil es verdammt nochmal dunkel ist. Der Typ ist in da hinten. Wo war der? Da hinten muss der gleich auch vorbeikommen. Ach, schon warst du den gerade schon markiert. Ich arbeite mich ein bisschen in deine Richtung jetzt. Ja, mach das mal. Na, ja, Vorsicht, hier laufen nämlich ein paar Leute rum. So, was kann ich von hier aus sehen? Nicht so viel. Was kann ich so sehen? Oh Mann, ich wollte nur den einen triggern. Warum haben die anderen das auch gehört? Die haben sich gehört? Ja, alles ist gut, alles gut. Also die werden gerade gelb da hinten. Ja. Solange nur einer herkommt, ist gut. Ich glaube, einer von denen kommt schon gerade. Der kommt gerade an dir vorbei. Ja, das war auch beabsichtigt. Das ja, das glaube ich. Denke mal, das war jetzt gerade das Schlusswort von ihm. Nicht. Oh, Vorsicht. Ja, komm jetzt. Also, ich begebe mich. Das sind ganz viele, die da dann kommen. Aber die stehen direkt vor mir. Ja, ich sehe, wie sie da vor dir stehen. Da wundern die sich gerade ein bisschen. Gott, ich schleiche mich jetzt von hinten an.
Mist. Ich hatte Sorge, dass ich das in das Fass treffe, das daneben ist. Nein, das ist gut. Dann wäre alles ein bisschen im Eimer gewesen. Jetzt soll man die Leichen aufsammeln, dann hier im Gebüsch verstecken. Jo. Erstmal schon durchsuchen hier. Oh, ich habe eine Stolpermine gefunden. Ja, dann eben nicht. Auch nicht verkehrt. Auch nicht fallen lassen, ich wollte die werfen. Nee, wenn ich die runterschmeiße, dann landet die blöd. Wo kann die? Hier, bei mir. Pack die hier rein, da in das Gebüsch rein. Ey, das war die erste Folge, in der wir richtig sneaky waren. Krasser Scheiß, nicht wahr? Ich glaube, wir sollten mal länger Pausen machen. Ja, lach mal jetzt nicht vor. Tu ich auch nicht. Ich habe nur geguckt, was da so glitzert. Oh. Müssen was Mikrofil sein hier. Oh, oh. Entschuldigung. Was für ein Eisenpresse, was machst du da? Das war meiner. Oh, allein im Gebüsch mit dem Eisen. Oh, mon chéri, du machst mich völlig fertig. Lass mich runter. Ich kann schon lange nicht mehr. Egal. Ich beende diese Folge hiermit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal am Eisenwasser vorbei. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Kuckuck.